Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Wenn etwas in Reichweite ist, dann ist es zwar nah, aber richtig zu fassen ist es eben nicht. Und auch wenn es angeblich Glück bringen soll, eine Münze über die rechte Schulter in den Trevi-Brunnen in Rom zu werfen, Glück allein wird wohl nicht ausreichen, um das Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf plus 1,5 Grad zu begrenzen. Dafür wären beim G20-Gipfel in Italiens Hauptstadt auch greifbarere Ergebnisse und Entscheidungen von den Staats- und Regierungschefs nötig gewesen. Schließlich sind die größten Industrie- und Schwellenländer für rund 80% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Aber dieses 1,5-Grad-Ziel, das bleibt laut Abschlusserklärung eben nur in Reichweite. Über den Abschluss des G20-Gipfels aus Rom, Matthias Deiß. Am berühmten Trevi-Brunnen kommen sie am Vormittag zusammen. Da ist schon klar, dass viele konkrete Beschlüsse in Sachen gemeinsame Klimapolitik ins Wasser gefallen sind. Etwa ein konkretes Datum für die CO2-Neutralität. Wenn gewissermaßen die Mitte dieses Jahrhunderts gemeinsam in den Blick genommen wird, dann ist das schon mal ein Fortschritt. Auch zur Finanzierung neuer Kohlekraftwerke in den G20-Staaten heißt es nur schwammig. Sie sollen irgendwann auslaufen, immerhin. Aber im Ausland wollen die G20 ab kommenden Jahr keine neuen Kohlemeiler mehr finanzieren. China hat hier einen bedeutenden Schritt gemacht, dem sich jetzt auch alle anderen angeschlossen haben. Zusammengefasst, China bewegt sich, darf seinen rasant steigenden Energiebedarf aber auch künftig mit neuen Kohlemeilern stillen. Und auch Russland wehrte sich in Rom gegen zu ehrgeizige Klimaziele aus Europa. Nein, wenn die EU Ambitionen hat, haben andere Länder genauso das Recht, eigene Ambitionen zu haben. Einen Erfolg erzielen die G20 in Rom auf anderem Gebiet. Für globale Internetkonzerne wie Facebook oder Google wird es künftig schwerer, sich in Niedrigsteuerländern anzusiedeln. Die G20 unterstützen hierfür eine weltweite Mindeststeuer. Doch nicht nur internationale Organisationen, auch Boris Johnson zeigt sich als Gastgeber des nun beginnenden Glasgower Klimagipfels insgesamt von G20 enttäuscht. Das 1,5-Grad-Ziel ist in Gefahr, da müssen wir ehrlich sein. Zurzeit werden wir es nicht erreichen. Wir können dort keine Verstärkung der Ziele sehen, denn die 1,5 Grad waren bereits auch im Pariser Abkommen enthalten. Und für uns sind die Beschlüsse und auch die Formulierungen, die hier gewählt wurden, enttäuschend. Es hätte eine Steilvorlage sein können für die Klimakonferenz in Glasgow, aber leider haben die G20 diese Steilvorlage nicht genutzt. Zum Abschied Blumen für Angela Merkel, dann machen sich viele Staats- und Regierungschefs auf den Weg zum Klimagipfel nach Glasgow. Die Kanzlerin wird dort erst morgen eintreffen, zu ihrem vermutlich letzten internationalen Gipfel. Wer eine Münze in den Trevi-Brunnen wirft, kehrt ganz sicher wieder nach Rom zurück, sagt die Legende. Als Kanzlerin wird's aber wohl nichts mehr. Dass es aber vielleicht doch noch etwas werden könnte mit dem 1,5-Grad-Ziel, darum geht es für die Länder der Welt ab heute also in Glasgow. Ganz nach dem Motto, wir haben eben nur diesen einen Planeten. Und wir müssen zusehen, dass er auch bewohnbar bleibt. Mehr Ehrgeiz forderte daher auch die Klimachefin der Vereinten Nationen, Patricia Espinosa. Sonst blicke die Menschheit einer düsteren Zukunft auf diesem Planeten entgegen. Aus Glasgow, Sven Lohmann. Einen ungewöhnlichen Ort haben sie sich ausgesucht, mitten in Glasgow. Eine alte, ungenutzte Werft, die sie in ein 5 Hektar großes Feuchtgebiet umwandeln. Chris Eccles baut hier mit Helfern aus der Gemeinde essbare Pflanzen an. Der eigentliche Sinn aber ist, das Feuchtgebiet soll helfen, den Klimawandel zu bekämpfen. Die Idee war, einen natürlichen Kohlenstoffspeicher in eine große Stadt wie Glasgow zu bringen. Die Salzwasserpflanzen sind zudem sehr effektiv, um Kohlenstoff aufzunehmen. Die Speicherung von Kohlenstoff ist ein Puzzlestück von vielen, um Treibhausgasemissionen in Zukunft zu reduzieren. Und die Idee ist, Gebiete wie diese weltweit anzulegen. Das kann eine wichtige Rolle spielen beim Kampf gegen den Klimawandel. Feuchtgebiete speichern 30, 40 Mal mehr Kohlenstoff als zum Beispiel der Regenwald. Das Feuchtgebiet ist nur einen Steinwurf entfernt vom Tagungsort der Klimakonferenz. Und Delegierte sind herzlich eingeladen zu kommen. Denn es gibt zwar weltweite Bemühungen, eine Klimakrise zu verhindern, aber bei weitem nicht genug.
Beim Gipfel in Glasgow soll es deshalb darum gehen, größere Anstrengungen zu unternehmen. Floods, Cyclones, Überflutungen, Stürme, Waldbrände, Rekordtemperaturen. Unser gemeinsamer Planet wandelt sich zum Schlechteren. Wir können das nur gemeinsam lösen. Klimaverbände halten den Gipfel für einen der wichtigsten überhaupt. Denn noch steigt der CO2-Ausstoß, dabei müsste er drastisch sinken. Wir können die Erderhitzung noch bei 1,5 Grad begrenzen. Aber nur dann, wenn der Ausstoß klimaschädlicher Gase jetzt deutlich sinkt. Und das kann nur gelingen, wenn wir jetzt den Ausstieg aus Kohle, aus Öl und Gas entschlossen vorantreiben. Und wenn mehr CO2 gespeichert wird. Viele Feuchtgebiete wurden in der Vergangenheit zerstört. Jetzt entsteht eins, nicht ganz zufällig, in Glasgow. Und in Glasgow ist Juli Kurz. Der G20-Gipfel, Juli, in Rom an diesem Wochenende, der hat die Erwartungen von Klimaschützern deutlich unterschritten. Was bedeutet das für die Klimakonferenz in Glasgow? Ja, natürlich hätte man sich hier mehr Rückenwind erhofft, zumal man ja hier eine Aufholjagd starten will, um irgendwie doch noch auf diesen 1,5 Grad Pfad zu kommen. Aber die Vorzeichen dafür sind ja wirklich schlecht. Es fehlt an konkreten Maßnahmen. Einige Länder haben noch keine verschärften Klimaschutzziele eingereicht. Das will man jetzt versuchen, auf dieser Konferenz da Druck auszuüben auf diese Länder, dass sie das nachreichen. Aber ob das gelingt, steht in den Sternen. China ist ja der größte Emittent weltweit. Der chinesische Staatschef wird nicht persönlich hier sein. Da wird es also schwierig sein, Druck aufzubauen. Also da gibt es einiges an Herausforderungen. Im Zentrum steht ja das Regelwerk von Paris zu vollenden. Und auch da gibt es einige strittige Punkte. Und welche Rolle wird Deutschland dabei in Glasgow spielen? Na, ich glaube schon, dass Angela Merkel da noch mal versuchen wird, morgen Impulse zu setzen. Das dürfte ja auch ein persönliches Anliegen sein. Gleichzeitig ist sie eben nur einen Tag da und sie ist auf ihrer Abschiedstour. Deutschland ist jetzt in einer Übergangsphase. Das sieht man auch daran, dass die Umweltministerin, die eigentlich hier am Anfang auch dabei sein wollte, jetzt erst am Ende kommt, weil für sie jetzt erstmal die Koalitionsgespräche Priorität haben. Gleichzeitig ist es eben auch so, dass Deutschland nicht als Einzelstaat hier verhandelt, sondern als Teil der EU. Juli, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Glasgow. Ja, dieser Klimagipfel und worauf es jetzt ankommt, dazu hat Gabi Kostorz vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung. Die Erwartungen an Glasgow sind hoch, vielleicht schon zu hoch. Denn eins ist klar, auch diese Konferenz wird das Weltklima nicht retten. Zumindest nicht auf einen Schlag. In Paris haben sich die Staaten gefeiert. Zu Recht haben sie es doch in einem historischen Kraftakt geschafft, sich auf eine Begrenzung des Temperaturanstiegs zu verpflichten. Doch seitdem ist wenig passiert. Im Gegenteil, obwohl die Wirtschaft durch die Pandemie gedrosselt wurde, sind die CO2-Emissionen weiter gestiegen. Kein Wunder also, dass Klimaschützer ungeduldig werden. In Glasgow muss es nun endlich konkret werden. Die Staaten müssen ihre Aktionspläne vorlegen. Und doch agieren sie wieder wie beim Klimamikado. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Wenn sich nichts tut, steuert die Welt auf eine Erwärmung von 2,7 Grad zu und damit gefährlich nah an die Grenze, an der das Ökosystem Erde kippen wird. Immerhin, heute haben sich die G20-Staaten in Rom zum 1,5-Grad-Ziel bekannt. Und noch eins lässt aufhorchen. Noch in diesem Jahr wollen sie aus der Kohlefinanzierung aussteigen. Wenn sie es wirklich ernst meinen, haben sie jetzt 2 Wochen Zeit, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Die Meinung von Gabi Kostorz. Schaut man auf die Straßen, in die Cafés, in die Biergärten, dann könnte man meinen, die Corona-Pandemie sei so gut wie überstanden. Doch die aktuellen Zahlen der Neuinfektionen, die bieten wenig Anlass zu Unbeschwertheit. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 145,1. Vor genau einem Jahr lag sie weit darunter. Der Bundesgesundheitsminister, der ruft daher zu Auffrischungs-, also sogenannten Booster-Impfungen auf und fordert einen Bund-Länder-Gipfel dazu. Zwar sind 2 Drittel der Bevölkerung vollständig geimpft, aber die Sorge wächst, dass es ein ungemütlicher Herbst wird. Klaus Weidmann. Deutschland steht am Anfang der 4. Corona-Welle. Immer mehr Menschen infizieren sich. Viele Intensivstationen sind bereits ausgelastet, wie hier im Klinikum rechts der Isar in München. Pflegekräfte müssen aus anderen Stationen abgezogen werden. Am Rande des G20-Gipfels in Rom macht die Kanzlerin deutlich: Der Anstieg ist im Augenblick aus meiner Sicht schon sehr besorgniserregend. Und deshalb kann es sein, dass man noch handeln muss, ja.
Jetzt geht es ums Boostern. Gesundheitsminister Jens Spahn wirbt auf Twitter und der Webseite seines Ministeriums für die Auffrischungsimpfung. CSU-Chef Markus Söder fordert die dritte Impfung für alle. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert sie jetzt nur für die über 70-Jährigen. Es fehle eine abgestimmte Kampagne. Aktuell reicht das Booster-Tempo in Deutschlands Praxen aber nicht. Wir brauchen einen Booster-Gipfel von Bund und Ländern, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Denn fast alle Impfzentren haben bereits seit Ende September geschlossen. Es fehlen Regelungen für die Hausärzte und für die Kinder. In den USA ist mittlerweile der Impfstoff BioNTech/Pfizer von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zugelassen worden. In Deutschland hält sich die Ständige Impfkommission damit noch zurück, weil es handelt sich ja um kleine Körper, Organismen, wo alles wachsen muss und wo alle Organe noch wachsen müssen. Also das muss schon genau überlegt werden. Steigende Inzidenzen, wieder mehr Corona-Patienten, viel Gesprächsstoff für Bund und Länder in der kommenden Woche. Die steigenden Corona-Zahlen bekommt vor allem das Pflegepersonal in den Kliniken zu spüren. Die Mehrbelastung muss sich nach Ansicht der Gewerkschaften daher auch in höheren Löhnen niederschlagen. Und dazu jetzt in weiteren Nachrichten mit Jens Rieber. Vor den morgigen Tarifgesprächen für den öffentlichen Dienst der Länder hat der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes Silberbach mit Streiks gedroht, sollte die Arbeitgeberseite den Forderungen nicht nachkommen. Man wolle eine konkrete Zusage, sagte Silberbach der Welt am Sonntag. Mindestens 300 Euro pro Monat mehr soll das Pflegepersonal nach dem Willen der Gewerkschaften erhalten. Die Arbeitgeber lehnen separate Verhandlungen für bestimmte Berufsgruppen aber ab. Der neue Chef des Autobauers Opel, Hochgeschurz, hat den Erhalt aller Standorte in Deutschland zugesichert. Die Wettbewerbsfähigkeit müsse zwar immer wieder erarbeitet werden, aber man werde alle Werke behalten, sagte Hochgeschurz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Derzeit betreibt Opel 3 Werke in Deutschland, in Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern. Bei der Parlamentswahl in Japan haben die regierenden Konservativen trotz Verlusten ihre Mehrheit im Unterhaus verteidigt. Das berichten japanische Fernsehsender. Damit könnte Fumio Kishida Premierminister bleiben. Er ist erst seit Anfang Oktober Regierungschef, nachdem der Vorgänger aus seiner Partei Suga das Amt nach Kritik an der Corona-Politik aufgegeben hatte. Am heutigen Reformationstag haben Protestanten an die Anfänge der evangelischen Kirche erinnert. Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine Thesen gegen den Ablasshandel in der Schlosskirche in Wittenberg veröffentlicht haben. Dort stellte heute der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom das Thema Freiheit ins Zentrum seiner Predigt. Der Reformationstag ist in 9 Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Zum Sport und zum Fußball, bei dem heute eine unglaublich intensive Woche aus Pokal- und Bundesliga-Punktspielen zu Ende gegangen ist. Oskar Gundel. Ja, und die Mannschaft der Woche ist definitiv Borussia Mönchengladbach. 2 Spiele, 2 Siege und einer davon hatte nachhaltig höchsten Gesprächswert. Denn im Pokal feierte die Borussia ja einen 5:0-Sieg gegen den FC Bayern München. Ein Ergebnis, das den Bayern richtig weh und den Gladbachern richtig gut tat. So gut, dass sie heute in der Bundesliga gleich den nächsten Erfolg gegen Bochum klarmachten. Der war zwar nicht so berauschend wie der gegen die Bayern, aber doch sehr souverän. Heute gegen Bochum, also mehr die Pflicht und weniger die Kür. Die erst in den letzten Spielminuten erstarkten Bochumer machen es zwar noch einmal spannend, aber dank der starken Parade von Jan Sommer in der Nachspielzeit bringen die Fohlen den am Ende knappen Sieg über die Zeit. Es waren 3 Punkte und darum geht es dann im Endeffekt. Ich weiß, dass die Messlatte hochgelegt wurde am Mittwoch. Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, meiner Meinung nach. Zweite Halbzeit nicht mehr so. Ich glaube, wenn wir am Ende noch das Zweite kriegen, dann reißen wir uns selber die Köpfe ab. Aber ja, wie gesagt, wir haben 3 Punkte geholt, das zählt. Die Borussia erwischt nach der Pokalgala auch in der Liga eine gute Anfangsphase über die rechte Seite. Mit viel Platz für Alassane Plea, 1:0 für die Borussia. Bochums Innenverteidiger Masovic kommt nicht dran und Gamboa bleibt nicht dran. Plea, der neu in die Startelf rotiert ist, bedankt sich mit seinem 2. Saisontreffer. Aber auch Bochum mit dem ein oder anderen Umschaltmoment. Langer Ball hinter Gladbachs Abwehrreihe. Der schnelle Gerrit Holtmann mit der Chance aus spitzem Winkel, allerdings viel zu ungenau. In der 40. Spielminute Gladbachs Kapitän Stindl auch hier wieder nicht verteidigt mit einem weiten Ball in die gegnerische Spielhälfte.
Player mit nur einer Drehung. Vorbei am Gegner zu Jonas Hofmann. Der Nationalspieler mit starkem Abschluss und dem Innenpfosten. Keine Chance für Bochums Schlussmann Riemann. Erneut verteidigen die Bochumer nicht gut und laden zum Toreschießen ein. 2:0 also die Führung zur Halbzeit. Die Stimmung im Borussia-Park steigt. Bochums Trainer Reis fordert für den zweiten Durchgang den Blick nach vorn. Der folgt allerdings erst kurz vor Schluss. 86. Minute, der eingewechselte Blum mit einem Freistoß über die Mauer ins kurze Eck. Der Anschlusstreffer und Bochum macht es nochmal spannend. Die Nachspielzeit. Die Chance für Bochum zum Ausgleich. Pantovic, aber Sommer rettet mit einer Klasseparade den Sieg der Borussia. Bochum muss man Kompliment machen, die bis zum Schluss alles gegeben haben. Jan Sommer rettet uns diesen Sieg fest. Und so weit darf es eigentlich gar nicht kommen. Und was die Leistung betrifft, haben wir bei weitem nicht mit dem mithalten können, was wir Mittwoch gezeigt haben. Borussia Mönchengladbach heute zwar mit weniger Glanz, aber mit drei wichtigen Punkten und dem Anschluss an die obere Tabellenregion. Der FC Augsburg war ziemlich desolat in diese Saison gestartet. In 9 Spielen holten die Schwaben nur 6 Pünktchen. Das ist wenig und wenig erfreulich, um nicht zu sagen freudlos. Dementsprechend tief hingen die Köpfe der Spieler. Und auch heute ließ der frühe Rückstand gegen Stuttgart erstmal nichts Gutes ahnen. Aber der FCA richtete sich auf, drehte das Spiel und dann war die Freude am Fußball und alles, was ihn ausmacht, ganz plötzlich wieder da. Beim Team und beim Trainer. Markus Weinzierl, der Trainer des FC Augsburg, freut sich über den höchsten Saisonsieg. Nicht 1:4 wie zuletzt in Mainz, sondern 4:1. Unter der Woche hatte Weinzierl eine Wutrede gehalten, die hat offensichtlich gewirkt. Es war schon so, dass sie jetzt von mir Dinge gehört haben, wo ich ihnen knallhart alles gesagt habe. Und klar, das kann in beide Richtungen gehen, dass sie den Mut verlieren oder dass sie so eine Reaktion zeigen. Und das war wirklich sehr, sehr gut und dafür ein Riesenkompliment. Dabei geht es nicht gut los. 7. Minute. Chris Führich bringt die Gäste aus Stuttgart in Führung. Führich verletzt sich dann, muss ausgewechselt werden und plötzlich geht nichts mehr beim VfB. Wir haben einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Wir haben nicht mehr dagegen gehalten und haben dann komplett verdient verloren, haben 3 Standard-Gegentore bekommen. Und das ist nochmal, wenn man die ersten 20 Minuten sieht, dann gibt es keine Erklärung, warum wir so das Spiel dann hergeben und so Fußball spielen. Gut spielt jetzt nur noch Augsburg. Ecke, Kopfball, Tor. Weinzierl kann zum ersten Mal durchpusten. Rhys Oxford macht das im wahrsten Sinne des Wortes überragend. 2. Hälfte. Wieder Ecke Augsburg. Der erste Kopfball geht in die Luft, aber der zweite landet im Tor. Jeffrey Howellow, der Kapitän, erzielt sein erstes Saisontor und das ist ein ganz wichtiges. Augsburg setzt nach. Wieder steigt Oxford hoch. Der Ball kommt zu Alfred Finnburgerson. Der legt quer zu Florian Niederlechner und der trifft ins kurze Eck. 3:1. Ein Tor für die Fans, für den Verein und auch für den Trainer. Wir haben ja ganz klar gesagt, wir stehen ganz eng zusammen und wir werden die Situation gemeinsam meistern. Und die Mannschaft ist gefordert, dass sie auch kompakt und geschlossen auftritt. Das haben sie beeindruckend gezeigt. Und wir haben natürlich uns Gedanken gemacht, wo können wir vielleicht einen Hebel ansetzen. Aber wir haben ganz deutlich auch gesagt, dass wir das gemeinsam durchziehen. Das beste Mittel gegen Trainerdiskussionen sind gute Leistungen. Gerne viele Tore und hauptsächlich Siege. Alfred Finnburgerson sorgt für den 4:1 Endstand. Gut gespielt, hoch gewonnen. Nach erfolglosen Wochen ist es heute ein Fußballfesttag für die Augsburger. Und das war gleichzeitig auch der 50. Bundesligasieg für Markus Weinzierl als Trainer des FC Augsburg. Ja, und dann schauen wir noch auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga nach dem 10. Spieltag. Die Bayern sehen wir ganz oben, einen Punkt vor Dortmund, dahinter Freiburg und Leverkusen, auf den Europa-League-Plätzen Mainz und Union Berlin, Leipzig ist 8. In der unteren Tabellenhälfte finden wir Borussia Mönchengladbach auf Platz 10, Stuttgart auf Rang 13 vor Bochum und Frankfurt, Augsburg auf dem Relegationsplatz, Bielefeld und Greuther Fürth im Moment auf den beiden Abstiegsplätzen. Und morgen beginnt ja der Monat, dem oft Schmuddelwetter zugeschrieben wird. Donald, macht er seinem Ruf gleich alle Ehre, der November?
Ja, zumindest wird es schon mal etwas kühler, Ingo. Heute hat sich ja der Oktober wirklich noch mal fabelhaft verabschiedet. Im Osten und im Süden wurden 18 bis 22 Grad erreicht. Aber dann kam die Kaltfront und die sehen wir auch schon auf dem Radarfilm. Heute Abend ist sie hier im Westen angekommen. Wir sehen aber auch, dass sie mit der Verlagerung jetzt in Richtung Osten immer schwächer wird. Das heißt, dieses Regenband wird schmaler, das Rot verschwindet. Am stärksten ist es noch über dem äußersten Norden. Und es sind dabei aber anfangs zumindest zwischen 20 und 21 Uhr schwere Sturmböen aufgetreten. Beispielsweise in Düsseldorf am Flughafen und auch auf Jüst mit 93 bis 98 Kilometer pro Stunde Windstärke 10, wie gesagt. In der Nacht aber nicht mehr ganz so schlimm. Die Kaltfront zieht unter Abschwächung dann weiter in den Osten. Eventuell sind anfangs noch ein paar kurze Gewitter dabei. Im Osten erstmal anfangs noch längere Zeit trocken. Tagsüber kommt dort aber der Regen an. Das gleiche gilt für den Süden. Dahinter wird es dann aber einen freundlichen Mix geben aus Sonne und Wolken und nur noch vereinzelten Schauern. Die tiefsten Temperaturen gibt es vor der Kaltfront, wenn die Sterne länger funkeln, wieder Richtung Niederbayern mit 3 Grad. Unter dem dichten Wolkenband bleibt es eher 10 bis 11 Grad mild. Der Tag morgen bringt dann etwas tiefere Temperaturen, 10 bis 15 Grad maximal. Für die Jahreszeit immer noch etwas zu warm. Und jetzt schauen wir auf den Trend. Für die nächsten Tage am Dienstag kann es an oder Neiße noch längere Zeit regnen. Von Südwesten kommt auch ein dickes Wolkenpaket, dazwischen nur wenige Schauer. Auch am Mittwoch für die meisten halbwegs trocken, lediglich im Süden stärkere Regenfälle. Vielen Dank, Donald Becker. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Am Morgen begrüßt Karin Mioska Sie an dieser Stelle und ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.